Kein weiterer Druide. Momentan spielen sehr viele Druiden. Das ist halt wieder so eine Ich liebe diese Combo. Diese Combo ist ziemlich stark. Könnte halt auch den Bow haben. Ja, ich behalte es mal. Da ich einfach diese Combo habe. Ach, das ist so frustrierend. Turn 1 Shade. Okay, das ist immer noch gut, wenn er keinen Ref hat. Also jetzt hoffe ich einfach, dass er nicht Ref hat. Wenn er Ref hat, ist es halt eine Gotthand, wie wir das nennen. Und das ist halt, ja. Das ist eine Drei-Karten-Kombination, die er haben muss. Also hat er nichts. Hier mag ich auf jeden Fall die Snake Traps mehr als Mad Scientist, da er einfach nur 3 Mana hat. Und diese Trap könnte alles sein. Wow, Wildgrove. Oh mein Gott, wieder eins von diesen Spielen. Lepanome. Da ich einfach Pings jetzt rauskriege, bevorzuge ich das, und es stirbt auch nicht gegen Swipe. Und ich im Prinzip zwinge ihn ein bisschen, die Shade zu benutzen. Bisschen Schaden auf die Shade zu kriegen ist auch nicht schlecht. Und jetzt Swipe würde nicht so extrem viel machen. Ja, es ist extrem stark, Swipe. Darf man mich nicht falsch verstehen, aber er klärt nicht mein Board. Das ist halt natürlich super unlucky. Aber da er jetzt gerade die Swipe benutzt hat, hoffe ich, dass meine Snakes überleben werden, und er muss quasi dies. Wow. Zieht halt wie ein Gott. Ich kann den Emperor nicht töten. Ich muss Face gehen. Das ist meine einzige Chance. Das einzige Gute ist, dass er halt einfach nicht viele Karten auf der Hand gerade hat. Und wenn er halt Combo hat, dann verliere ich. Aber was soll man machen? Das wäre halt echt perfekter Draw. Lore und Combos sind halt wirklich GG hier. Aber wie gesagt, er weiß nicht, welche Traps ich habe, und die Kombi von Bear Trap und Snake Trap ist extrem stark. Da, wenn er jetzt mit einmal angreift und der Taunt rauskommt, wird er. Wird er. Wird er das blocken müssen? Okay. Ich habe 3, 6, 6, 9, 11 Schaden. Für den 2 Schaden. Könnte mit dem Savage for Lethal haben. Ich hoffe einfach nicht, dass er. Dieser Damage Push sollte genug sein, um ihn zu töten. Und ich hoffe einfach, dass ich noch am Leben bin. Jetzt sterbe ich gegen Savage Roar. Wahrscheinlich. Also ich sterbe gegen Combo immer. Naja, ich habe keine Chance. Ich konnte den Emperor nicht töten. Ich hätte keine Chance. Wenn er die Combo hat, verliere ich. Ja, ich hatte keine Chance. Also dieses Game war 0% Chance zu gewinnen. Aber das ist meistens gegen Druide mit God Draws. Ich bin so ver.
Es waren zwei Druiden in Folge, die einfach perfekt gezogen haben. Ich finde es echt krass. Naja. Leben. Kein Problem.